Heute sind wir gemeinsam hier im rheinland-pfälzischen Landtag und es wird eins gemacht, und zwar Empowerment. Das bedeutet, dass junge Menschen ihre Stimmen heute hörbar machen werden, mit politischen Statements gemeinsam mit Fraktionsvorsitzenden ein Meeting haben werden. Hier passiert real, real life Democracy und Menschen begegnen sich auf Augenhöhe. Insgesamt waren es, glaube ich, bestimmt über 600 Schüler. Also ihr seid einfach der Hammer, das mal vorneweg, weil ihr es schafft, klar zu machen, dass Demokratie auch Herzenssache ist. Ja? Du warst 7 Jahre alt, als du fliehen musstest. Das sind richtig berührende Geschichten und die müsst ihr erzählen, ihr müsst laut werden, damit andere sich auch trauen, laut zu werden. Und das gilt für eure Biografien, das gilt für jedes politische Thema. Junge Stimmen werden laut! Genau darum geht es bei Demokratie lautstark. Wir werden gemeinsam laut. Aber im Kern geht es um ganz einfache Botschaften. Jeder muss dabei sein, jeder muss mitmachen können und jeder muss mitentscheiden können. Ich bin geflogen gefühlt. Ich bin geflogen, als ich auf der Bühne stand. Die Bühne gehört zu mir, niemand anderem. Ihr berührt uns, ihr berührt die Jugendlichen. Ich möchte heute meine persönliche Geschichte mit Ihnen teilen. Ich heiße Mirna, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Syrien und meine Geschichte ist mein Kopf hoch. Hat etwas angefangen zu heulen, als du das erzählt hast? Es ist voller Bewegung, es ist voller Emotionen. Durch ihn habe ich irgendwie gelernt, mich so vorzutragen, mich selber zu finden. Ich war motiviert, ich konnte alles. Ich habe mich gefühlt, als ob ich alles schaffen kann. Demokratie gewinnt.